Die Sonnentempler beim Hydro-Québec-Konzern gehörten einem elitären Kreis an. Wer Teil dieses Clubs war, hatte direkte Kontakte zur Geschäftsführung, die entschied, ob man befördert oder versetzt wurde. Da die Führungskräfte selbst Mitglied im Orden waren, spielte man sozusagen im selben Team. Unser Sender erfuhr, dass die Sekte seit mehreren Jahren sehr aktiv im Energieunternehmen Hydro-Québec ist. Mindestens zwei hochrangige Manager gehören den Sonnentemplern an. Kollegen von mir, die Mitglied im Orden waren, drängten mich auch einzutreten. In den 90ern wurden oft externe Redner und Trainer für Fortbildungen engagiert. Luc Jouret war einer davon. Aber er verfolgte sein eigenes Ziel, nämlich Anhänger für seinen Orden zu rekrutieren. Jouret hielt Vorträge über diverse Management-Themen, zum Beispiel wie man Angestellte motiviert. Dabei orientierte er sich an der Zen-Philosophie. Bei jedem Ereignis, das ich erlebe, gibt es zwei Möglichkeiten, wie es mich verändert. Entweder ich wachse daran oder es zerstört mich. Darauf wollen wir uns heute konzentrieren. Wo lauern die Fallen bei diesem Denkprozess? Wie weiß ich in einer bestimmten Situation, dass ich das Richtige tue, selbst wenn alle anderen mir zum Gegenteil raten? Mindestens 30 Mitarbeiter des Konzerns hatten Verbindungen zu den Sonnentemplern. Vermutlich waren es aber sogar doppelt so viele. Sie haben vor allem in der Personalabteilung gearbeitet und hatten viel Einfluss. Wollte man zum Beispiel Luc Jouret für einen Vortrag engagieren, landete man am Telefon bei einem Angestellten von Hydro-Québec, der während der Arbeit nebenbei Aktivitäten des Ordens organisierte. Im Herbst 1992 wurden ich und zwei weitere Angestellte befördert. Wir bekamen leitende Positionen in der Region Montmorency. Am ersten Tag dort forderte uns der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit auf, uns niederzuknien. Dann nahm ein neuer Vorgesetzter ein Schwert und sagte: Ich ernenne euch zum Ritter des Ordens von Montmorency. Ich fand es demütigend, vor meinem Chef auf die Knie zu gehen und hielt das für einen schlechten Scherz. Wir weigerten uns, ihm diesen Treueeid zu schwören. Daraufhin verloren die beiden anderen ihre neuen Posten als Führungskräfte wieder und ich wurde nach Montreal versetzt. Hätte ich heute noch einmal die Wahl, würde ich dem Orden ohne zu zögern beitreten. Denn danach war meine Karriere quasi am Ende. Die Sekte rekrutierte nicht nur Leute aus dem Konzern, sondern aus allen Gesellschaftsschichten. Darunter Staatsbeamte, ehemalige Bürgermeister von kleinen Gemeinden aus der Umgebung, Unternehmer und sogar Journalisten.
Die Aufnahmezeremonien fanden in nahegelegenen Gemeinden wie Saint-Sauveur statt. Jouret und Dimambreau lockten vor allem wohlhabende Personen an, um die Finanzierung des Ordens zu sichern. Je nach Rang mussten wir unterschiedlich hohe Beiträge zahlen. Die Weihen kosteten umgerechnet 100 bis 150 Euro. Man konnte auch Kassetten mit Luc Jourets Vorträgen kaufen. Im Grunde kostete alles im Orden Geld. Einige Mitglieder waren sehr reich, wie der Unternehmer Camille Pillet. Aber nicht nur er, auch einfache Leute wie der Landwirt Albert Jacobino überschrieben der Sekte Land und viel Geld. Pillet und Jacobino waren enge Vertraute von Sektenführer Dimambreau. Sie haben viel gespendet. Andere gaben auch viel, aber bei den beiden waren es schon außergewöhnlich hohe Summen. Die Templer taten alles, um Pillet zu umgarnen. Dimambreau machte aus den Spenden kein Geheimnis. Er sagte, seht nur, was wir dank der Gaben eurer Brüder und Schwestern erreicht haben. Dimambreau hat den Leuten das Geld nicht gestohlen. Er hat sie davon überzeugt, das Leben eines auserwählten Anhängers zu führen. Dadurch verlor alles Materielle für sie an Wert und sie gaben freiwillig alles her, was sie besaßen. Mit dem vielen Geld finanzierte er seinen aufwendigen Lebensstil. Er reiste oft zwischen der Schweiz und Kanada hin und her. Dimambreau lebte wie ein Pascha. Er arbeitete nicht und lebte vom Geld seiner Anhänger. Mit den Spenden der wohlhabenden Mitglieder war es ihm möglich, wertvolle Immobilien zu erwerben. Zusammen mit drei weiteren Familien suchten wir an der Westküste Frankreichs ein Haus. Luc Jouret bot an, eins für uns zu kaufen. Das Haus war sehr teuer und es war später sehr schwer, es wieder zu verkaufen. Nach den Massakern dauerte es Jahre, bis wir es wieder losgeworden sind. Mit diesem Schreiben erkläre ich meinen Austritt aus dem Orden der Sonnentempler. Im Laufe der Jahre traten immer mal wieder Leute aus der Sekte aus. Entweder hatten sie kein Interesse mehr, der Weg war ihnen nach einem Umzug zu weit, oder sie konnten sich die Beiträge nicht mehr leisten. Ich habe nicht mehr die Mittel, mich so einzubringen, wie ich es gern würde. Daher ziehe ich mich zurück. Vielleicht sehen wir uns wieder. Aus persönlichen Gründen nehme ich mir ein Sabbatjahr, um die Entwicklung der Ereignisse in Ruhe bewerten zu können. Ich habe nicht die nötige spirituelle Stufe erreicht, um mich der Gruppe vollständig anzuschließen. Die Leute, die sind gegangen. Kaum einer trat aus, weil er sich betrogen fühlte. Niemand kritisierte Dimambreau. Alle hatten immer noch großen Respekt vor ihm. Das zeigt, wie sehr er die Menschen manipuliert hatte. Als meine Schwester den Sonnentemplern beitrat, waren wir sehr beunruhigt. Auch andere Familien hatten Probleme mit der Sekte. Ich beschloss, Nachforschungen darüber anzustellen, worum es sich bei dem Orden eigentlich handelte.
Die gemeinnützige Organisation InfoSect half mir, Kontakt zu Rosemarie Klaus herzustellen, einer ehemaligen Anhängerin. Dieses Brot wird nur mit natürlichen Zutaten hergestellt. Madame Klaus, qui était membre. Rosemarie Klaus lebte damals als Ordensmitglied in der Nähe von Quebec, bevor sie sich von der Sekte abwandte. Nach ihrem Austritt tat sie ihre Meinung über die Sonnentempler öffentlich kund. Nach 6 Jahren kann ich nicht länger schweigen. Diese Frau wendet sich voller Wut gegen die Sekte, an die sie viel Geld verloren hat. Rosemarie Klaus schrieb uns einen Brief über ihre Erlebnisse. Sie war auch bereit, in Martinique vor Gericht auszusagen. Sie schrieb, wir verkauften alles und zogen nach Quebec, wo wir unter erbärmlichen Bedingungen lebten. Mein Mann wollte oft aussteigen, aber der große Meister konnte ihn jedes Mal zum Bleiben überreden. Diese Jahre im angeblich gelobten Land empfand ich als ein Leben in Furcht, voller Tränen und Schmerzen. Letztendlich zerbrach unsere Familie und Luc Jouret war um $1 Million reicher. Ihre Aussage schlug auf Martinique hohe Wellen. Daraufhin arrangierte der Leiter der örtlichen Ordenskomturei ein Treffen mit Luc Jouret auf der Insel. Die Einheimischen berichteten ihm von ihren negativen Erfahrungen mit der Sekte. Jouret war überrascht und betonte, der Orden verfolge nur spirituelle Ziele. Da stellte ich ihn zur Rede. Er sagte, ich solle aufpassen, denn er habe gewisse Kräfte und könne Karate. Ich antwortete ihm, dass seine Kräfte so erfunden sind wie seine Ideologie. Und dass wir ihm die Hölle heiß machen, wenn er unsere Forderungen nicht erfüllt. Da verstand er endlich, dass er unerwünscht war. Kurz darauf reiste er ab und kehrte nie mehr nach Martinique zurück. Zwei Mitglieder der Sonnentempler-Sekte wurden vorgestern festgenommen. Sie werden des Waffenhandels und Besitzes beschuldigt. Ihr Anführer ist auf der Flucht. Als einer Untergruppe des Ordens Drohungen gegen Claude Ryan, den kanadischen Minister für öffentliche Sicherheit, aussprach, schaltete sich die Polizei ein. Wir nahmen die Ermittlungen auf, um der Drohung nachzugehen. Per Zufall konnten wir dabei ein Gespräch von Luc Jouret abhören, in dem er mit einer Anhängerin über Schusswaffen redete. Jouret wollte sich Schusswaffen besorgen, hauptsächlich Pistolen und Revolver mit Schalldämpfern. Dazu trat er an seinen Freund Jean-Pierre Vinet heran, einen Sektenanhänger, der bei Hydro-Québec arbeitete. Jean-Pierre Vinet arbeitete nicht nur in der Personalabteilung des Energiekonzerns. Er war auch ein ranghohes Mitglied im Orden und mehr oder weniger Jourets rechter Hand. Vinet bewunderte Jouret und hätte alles für ihn getan.
Um die Waffen zu besorgen, wandte er sich an Hermann Delorme, ebenfalls Mitglied der Sonnentempler. Ich packte eine Pistole mit ein paar Patronen in einen Karton und brachte ihn ins Büro von Hydro-Québec. Dort fuhr ich in den 13. Stock und gab es Herrn Vinet. Ein paar Wochen später sagte er mir, die Pistole sei zu laut. Er wolle die Nachbarn nicht erschrecken. Er fragte, ob ich ihm 2, 3 Pistolen mit Schalldämpfern besorgen könne. Plötzlich war es also nicht mehr nur eine. Aber so naiv, wie ich damals war, sagte ich ihm das zu. Einer unserer verdeckten Ermittler fädelte einen fingierten Waffenverkauf ein. So überführten wir Vinet und Delorme. Allerdings konnten wir nur die beiden festnehmen. Luc Jouret und Jody Mambro waren schon nach Europa zurückgekehrt. Luc fühlte sich verfolgt. Er fürchtete um seine Sicherheit und dachte, man trachte ihm nach dem Leben. Er litt zu der Zeit an Verfolgungswahn und war paranoid. Als Luc aus Kanada zurückkam, war er überzeugt, dass es dunkle Mächte auf ihn abgesehen hätten. Wir waren ja die Guten und damit zwangsläufig das Ziel der Bösen. Er redete sich ein, dass man ihm Fallen stellen oder an der Straßenecke auflauern würde, dass man ihn töten wolle. Diese morbiden Gedanken ließen ihn nicht mehr los. Er hatte das Gefühl, die Welt sei gegen ihn und dass im Hintergrund irgendetwas Beunruhigendes vor sich gehe. Er fühlte sich gefangen. Luc Jouret merkte, dass es dem Orden nicht gelingen würde, seine Mission zu erfüllen. Diese lautete, die Menschheit zu retten, die Erde von allem Materiellen zu befreien und der Erde und Christus die Freiheit zurückzugeben. Da wurde ihm klar, dass die ganze Sache ein Ende nehmen musste. Man kündigte uns an, dass sich die kosmischen Meister zurückziehen würden. Das spirituelle Reservoir des Tempels habe im Laufe der Jahrhunderte abgenommen. Daher unternahmen wir Reisen zu Pyramiden, Kathedralen und Klöstern in aller Welt, um es wieder aufzufüllen. Sie reisten nach Australien und Israel. Überall suchten sie an spirituellen Orten nach dem energetischen Depot antiker Auserwählter, um es in sich aufzunehmen und ihr Schwingungsniveau zu heben. Uns wurde klar, dass der Orden sich auf etwas vorbereitete. Ihre Aktivitäten nahmen nun okkulte Züge an. Gleichzeitig wurden alle unnötigen Strukturen des Ordens aufgelöst. Das war der Anfang vom Ende, in etwa wie beim Untergang des Römischen Reichs. Der Orden schottete sich immer mehr ab. Die Mitglieder sollten jetzt den Kontakt zu ihren Familien abbrechen. Die Ansichten meiner Mutter wurden immer radikaler. Es schien, als würde der Orden ihr alle Antworten vorgeben. Sie begann mir vom Ende der Welt und dem jüngsten Gericht zu erzählen. Wir fragten uns, wie weit das noch gehen würde.
ça va aller, disons. Das machte mir Angst. Sind alle da? Nein? Wer fehlt? Brauchen wir so viel Platz? Setzen wir uns doch etwas näher zusammen. Sagt mir, sind wir eine Einheit? Ja, sind wir. Ohne Zweifel. Wir sind seit Jahren zusammen aktiv und haben gemeinsame Ideale verfolgt. Wir haben die Alchemie ergründet, wie es niemandem sonst gelungen ist, während der Rest der Menschheit sich zerfleischt hat. Aber warum bleiben wir, während andere gehen? Vor kurzem sprach ich mit einem Bruder, mit dem ich viel erlebt habe. Ich weiß, er liebt und schätzt mich sehr. Aber er hat mich verraten, weil er uns verlassen hat. Ich fragte ihn, warum er gehen wolle. Er sagte, man könne ein Kollektiv verlassen, wenn es vom Weg abgekommen ist. Schon ein solcher Gedanke reicht aus, um einen Verstand zu vergiften. Und ich bin mir sicher, meine Brüder und Schwestern, dass dieses Gift auch uns bedroht. Eine bösartige Kraft treibt uns auseinander. Können uns diese Flammen erreichen? Die Flammen rufen uns. Ein falscher Schritt, eine falsche Entscheidung und wir stürzen hinein. Die dunklen Flammen sind wie ein Virus. Ist man erstmal infiziert, ist es nicht leicht, sich davon wieder zu befreien. Wenn ein Mitglied aus einer Sekte austritt, erklärt der Guru das dem Rest damit, dass sich dieser Anhänger auf negative Energien und dunkle Kräfte eingelassen habe. Denn am Guru selbst darf es natürlich nie liegen. Wir reisen nur mit dem, was wir uns angeeignet haben, durch die Pforte. Wie ich bereits erklärt habe, unterscheidet sich die andere Seite nicht von dieser. Wir müssen nur zu ihr hinüberwechseln. Dafür gehen wir einfach durch eine Tür und kehren nicht mehr in diesen Raum zurück. Das ist alles. Der einzige Unterschied ist, dass wir unser täglich Brot hier hart verdienen müssen. Auf der anderen Seite ist jedoch alles in Hülle und Fülle vorhanden. Wir müssen es uns nur vorstellen. Schon materialisiert es sich. Wenn ihr einen Schokoladenkuchen wollt, stellt ihn euch vor. Ihr kriegt so viel, bis ihr keinen mehr sehen könnt. Luc Jouré und Jody Mambro verband eine sehr enge Freundschaft, die alle anderen ausschloss. Di Mambro war das Oberhaupt. Jouré folgte ihm. Er wäre auch gerne Anführer gewesen, aber Di Mambro ließ ihn nicht. Als der Orden immer mehr in Bedrängnis geriet, trat Jouré die Flucht nach vorn an. Er war Di Mambros bewaffneter Soldat. Eines Abends kam er zu uns und holte Geld ab, um das er uns gebeten hatte. Danach sah ich, wie er mit weit aufgerissenen Augen und wildem Blick vor seinem Kofferraum stand und das Geld zählte. Mir wurde richtig übel. Meine damalige Frau sagte daraufhin zu mir, es reicht, wir gehen. Ich widersprach ihr, weil ich dachte, wir schaffen es ohne den Orden nicht, aber sie bestand darauf. Also gingen wir. La structure était en
Der Orden bekam finanzielle Schwierigkeiten. Mehrere wohlhabende Anhänger wollten austreten. Sie forderten Geld zurück, das sie die Mambro geliehen hatten. Es ist durchaus möglich, dass dies das tragische Ende der Sekte beschleunigt hat. In diesen angespannten Zeiten installierte die Mambro eine Abhöranlage. Er wollte wissen, was die Mitglieder in Chéri sich am Telefon erzählten. Einige glaubten nicht mehr an die Sekte. Hallo? Je suis sûr qu'ils n'y croient pas. Ils croient qu'à une chose au fric, gagner sans travailler. Ils font tellement attention pour ne pas se polluer les cellules et je ne sais pas quoi. Alors écoute, alors là, il y a une chose. Hein. Ils essaient de ne pas se polluer par ça, mais après, quand ils bouffent du beurre cacahuète, et puis tout ce qu'ils ont dans la tête, dans la tronche, leur égoïsme, tu crois que ce n'est pas polluant? Et puis Joe, lui, après, il arrange les trucs, les bidons, comme il veut. Il y a juste une chose qui l'intéresse, c'est... pas perdre. Oui. Je suis curieuse de voir comment il va mener la suite de ton affaire. Je te dis qu'il finira par être pris. Tu verras. Ça allait tellement loin. Die Mambro hat uns jahrelang manipuliert. Tellement d'années. Il y a bien quelque chose qui se fracture. Wenn man so krankhaft alle anlügt, kann das auf Dauer nicht gut gehen. Das ist ungesund. Er hat sich in seinen Lügen verloren, bis er daran zugrunde ging. Dabei wollte er als großer spiritueller Meister in Erinnerung bleiben. Offenbar hatte die Mambro Krebs im Endstadium. Er sah keine Zukunft mehr für sich. Aber kein Guru kann akzeptieren, dass es zu Ende geht. Das käme einer Niederlage gleich. Sich das einzugestehen, würde den Überzeugungen einer Sekte widersprechen. Sprecht nicht über eure Ewigkeit. Wenn ein Haus in Flammen steht, muss man es verlassen. So einfach ist das. Man fängt nicht erst an, die Möbel zu retten. Soll der Sohn der Göttin Isis doch versuchen, die Welt zu retten? Wir können es nicht. Sollten wir nicht seiner Mutter helfen? Es ist doch ihre Schöpfung. Wir können die Schöpfung nicht retten. Das geht nicht, selbst wenn die Sterne es sagen. Dafür ist es viel zu spät. Entweder begreifen wir das und nehmen unser Schicksal in die Hand, oder wir haben nichts begriffen und machen einfach weiter mit irgendwelcher Folklore. Die Frage ist, in welchem Ausmaß die Mitglieder verstanden haben, worauf es hinauslief. Luc Jouret hat es mit Sicherheit begriffen. Aber waren sich die anderen darüber im Klaren oder waren sie vollständig manipuliert? Fest steht, Jody Mambro ist ein ausgezeichneter Marionettenspieler. Luc wurde immer wortkarger und depressiver. Es ging ihm nicht gut. Wenn ich ihn sah und grüßte, blickte er nicht mal mehr auf. Er sagte nur, bald wird alles hochgehen. Bald geht es zu Ende.